Hallo und herzlich willkommen bei Grab Your Cam. Ich bin der Marc und im heutigen Quick-Tipp geht es um das Fotografieren von Spinnen. Ich bin ziemlich zufällig über eine Spinne gestolpert, die direkt hier vorne hängt. Ich zeige sie euch mal. Naja, dabei muss man jetzt beachten, von der einen Seite des Ortes quasi blickt man ins Dunkle. Von der anderen Seite hat man genau das Gegenteilige, nämlich man hat den Himmel, die Sonne, entsprechend ein sehr helles Licht. Was eignet sich jetzt am besten, um die Spinne abzulichten? In einer solchen Situation habt ihr eigentlich ziemliches Glück. Nutzt in dem Fall auf jeden Fall die dunkle Seite. Ihr könnt massiv unterbelichten, ohne dass das Bild irgendeinen Schaden nimmt, weil der Großteil des Bildes ist ja nun mal dunkel. Und trotzdem bleibt das Motiv hell. Es ist ja trotzdem vom Umgebungslicht beleuchtet. Kleiner Tipp noch für die Profis unter euch. Ihr könnt natürlich diesen Effekt noch verbessern, noch verstärken. Nämlich, wenn ihr das Motiv von hinten anstrahlt, dann sorgt ihr dafür, dass das besonders effektvoll die Fäden zur Geltung kommen. So, wenn wir jetzt Licht von dieser Seite auf unser Motiv fallen lassen, dann sehen wir leuchten halt einfach nur noch mehr den Raum, die Räumlichkeiten aus und beleuchten dabei das Motiv eigentlich gar nicht wirklich. Jetzt einmal das Gegenbeispiel, wenn wir das Licht von hinten kommen lassen. Plötzlich sieht es aus, als würde einfach gar kein Hintergrund mehr existieren, sondern wir haben plötzlich rein unser Motiv im Fokus. Und genau das ist das, was wir natürlich in der Regel erreichen wollen. Zum Abschluss zeige ich euch natürlich auch mal, was für Fotos ich jetzt in dieser Situation gemacht habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auf jeden Fall total interessant, wie schnell man ein super spannendes Motiv dabei rauskriegt. Übrigens, was bei diesem Motiv natürlich auch massiv hilft, sind Makroobjektive oder Zwischenringe. Die kennt ihr ja schon aus meinem Video mit dem Bokeh-Effekt, wie man diesen maximiert. Nämlich die Zwischenringe sorgen dafür, dass ihr noch näher ans Motiv rankommt. Und das ist natürlich bei einem kleinen Tier natürlich hervorragend. So könnt ihr das Motiv noch größer abbilden und formatfüllend eben halt ins Bild bringen. Aber selbst in meinem Fall musste ich jetzt das Bild letztendlich selbst auch noch ein bisschen zuschneiden, einfach um es am besten formatfüllend rüberzubringen. Aber auch das mache ich natürlich jetzt nicht einfach nur so. Klar verliere ich dabei Pixel, aber man muss auch einfach dazu sagen, ich habe halt auch einfach nicht die Möglichkeit, an das Tier unbegrenzt nah ranzugehen. Ne? Irgendwo sind natürlich eben immer Grenzen. Ja, wie hat euch das Video gefallen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Habt ihr auch schon mal solche Begegnungen gehabt, so ganz spontan, die plötzlich in einem tollen Foto geendet haben? Dann lasst mich das gerne wissen. Ja, und bis zum nächsten Quick-Tipp, euer Marc. Natürlich speichere ich euch das Video, wie gehabt, in einer Playlist und da findet ihr alle Quick-Tipps gesammelt, falls ihr einfach mal durchschauen wollt. Ja, vielen Dank.